Der heißeste Sommer seit Jahrtausenden, hat die WHO vermeldet. Ich kriege hier die Scheiben gar nicht beschlagfrei. Ja? Also so ganz heiß ist es irgendwie nicht. Und das schon seit Wochen nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern an so einen kühlen Juli. Und dann was August, es geht ja noch so weiter. Also da muss ich wohl doch mal zum Arzt gehen. Denn irgendwas stimmt da mit meinem Temperaturempfinden nicht. Also ein dürrer Sommer sieht für mich anders aus. Ich glaube, wenn wir jetzt mit der Getreideernte fertig, wir haben noch nicht mal mit dem Weizen angefangen. Ja, also dürre Sommer. Also wenn die schon anfangen, hier so braun zu werden, dann müssen die raus. Also vom Acker runter. Dann könnten die sonst samenreif werden, auch nach dem Abhacken. Dafür ist halt die Kiste hier sehr praktisch. Da kann ich die einfach mitnehmen. Mit dem Traktor. Das Problem ist, dass hier beim letzten Mal habe ich die übersehen, weil der Bob die gefickt hat. Ja, diese Schosser zum Teil. Dann kann ich die nicht sehen. Und jetzt sind sie dann schon fast reif oder auf dem Weg zur Reife und deswegen muss ich dann zum zweiten Mal durch. Denn beim ersten Mal konnte ich die nicht sehen. Ist logisch, wenn der hier unten abgeknabbelt ist, also runtergestoßen mit dem Gehirn vom Rehbock, dann sieht man den nicht. Der hier braucht nicht raus, der kann liegen bleiben. Die sind nicht reif. Diese Rübe hat sich erst spät entschieden, nach dem letzten Durchgehen, vor, was weiß ich, 4-6 Wochen, ein Schosser zu werden. Die ist noch nicht reif. Reif werden nur die, die ich beim letzten Mal übersehen habe, weil der Rehbock die runtergedrückt hat. Also dieser kann liegen bleiben. Der braucht nicht mit raus. So, Krankheiten finde ich noch keine. Ich glaube 15% ist hier der Blätter. Die Schadschwelle für Anfang bis Mitte August. Ich finde überhaupt keine Pusteln oder irgendwas, was hier krank wäre. Ich sehe nur, dass unser Dürresommer 2023 eine komische Art hat, seine Dürre zu zeigen. Ich stehe jetzt hier im Regen und ziehe mit dem Trecker die Schosser. Einmal wegen der Kiste, weil ich dann manche Schosser raustrage, die schon älter sind. Ich war ja schon einmal drinnen, aber manches übersieht man. Aber auch, weil ich nicht den ganzen Tag Lust habe, hier nass zu regnen. Ja, und deswegen also der Trecker. Das ist unverkennbar eine Fuchsspur, weil wir hier zwischen den vorderen Zehen und den mittleren, also den hinteren, fast eine Linie durchziehen können, ohne die Zehen zu berühren. Also hier. Beim Hund sitzen die weiter hinten. Da würde man keine Linie durchziehen können, die die Zehen fast nicht berührt. Deswegen deutlich erkennbar der Fuchs und auch nicht der Wolf und auch kein Hund, sondern der Fuchs. Es gab mal vor so 20 Jahren, etwa 2002, glaube ich, das Buch Klimafakten von der Bundesanstalt für Geowissenschaften in Hannover und noch weiteren hochkarätig besetzten Bundesinstituten wohlgemerkt. Das Buch ist ganz schnell vom Markt verschwunden. Da stand dann ziemlich viel drin und sehr intensiv. Ich habe das also mir damals besorgt. Und da schrieben sie auch, wir können das gar nicht, Zusammenhang gar nicht erkennen zwischen Kohlendioxidgehalt der Luft und der Temperaturänderung. Und das dann auch mit entsprechenden Grafiken dargestellt. Da steht aber auch, wir können aber sehr wohl erkennen, und das ist ganz deutlich, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen der Temperatur und der Sonnenaktivität. Und haben das dann da auch begründet und belegt, dass also die Sonne mal stärker scheint und mal weniger stark. Und ja, ist ja auch gar nicht so furchtbar unwahrscheinlich, dass es damit zusammenhängen könnte, dass es wärmer wird, wenn die Sonne stärker scheint. Ich war mal in München im Deutschen Museum, noch vor dem Umbau. Und da, ja, das war ganz spannend. Da war dann ein Astronom, so, nicht Astrologe. Und der hat dann meiner Frau und mir gesagt, hier gucken Sie mal, also waren wir in der, ich glaube, Sternwarte Ost hieß das, wenn ich mich recht erinnere. Also es waren so Sternwarten auf den Ecken.
des Museumsgebäudes, so kleine Türmchen, und da gab es dann oben eine Vorführung mit einem riesen Teleskop. Und da durften wir dann mal durchgucken, und da haben wir also die Sonne, hat es auf die Sonne ausgerichtet, natürlich dann so ein bisschen gedimmt und gedämpft, dass man da nicht ins grelle Licht guckte. Und wir haben also nur einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen von der Sonne, also so ein Stück von dem großen Rund. Und obendrauf war eine Flamme. So eine Gaseruption, so, glaube ich, hat er das bezeichnet. Und er sagte, ja, diese Flamme, das war wirklich nur wie so ein, ja, wie so ein Haar auf dem Finger vielleicht im Verhältnis oder noch nicht mal. Also so ein kleines, ja, eine Wimper auf dem Fußball, sage ich mal. Wenn man einen Fußball hat und klebt eine Wimper drauf, so ungefähr vom Größenverhältnis, war diese Flamme. Und er sagte, ja, die ist jetzt, was weiß ich, 20 Minuten alt, eine Stunde alt, kann ich nicht mehr sagen. Also das ist eben die Zeit, die das Licht von der Sonne braucht bis zur Erde. Und diese Flamme, nur dieses kleine Wimperchen oben auf dem riesen Feuerball, er sagte, das hat den mehrfachen Erddurchmesser. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, wie vielfach, dreifach, vierfach, weiß ich nicht. Also das muss man sich mal vorstellen, eine Flamme auf der Sonne, die so groß ist wie, sagen wir mal, drei, viermal die Erde. Und das war ja nur ein winziges Stückchen von dem, was die Sonne so zu bieten hat. Also, dass da eine kleine Veränderung der Aktivität natürlich eine Riesenveränderung bei uns ist, ist ja auch irgendwie logisch. Ja, so, und in der Richtung war also dieses Buch Klimafakten, Bundesanstalt für Geowissenschaften, ich weiß jetzt die anderen nicht mehr, es waren da mehrere Institute beteiligt, aber eben alles Bundesinstitut, also nicht irgendwie Lobbyverein von sonst wem, Atomwirtschaft oder so, ja, nein, nein, das waren Bundesinstitute. Ja, und das Buch ist ganz schnell vom Markt verschwunden. Das war nicht lange geduldet, war es weg. Man kann das hier und da noch gebraucht kaufen. Es lohnt sich auch sehr zu lesen, es ist sehr, sehr fachlich basiert. Ist nicht jetzt Polemik und große Erklärungen über politische Zusammenhänge, ganz und gar nicht. So Eisbohrkerne und CO2-Senken und Meereswasser, wenn es wärmer wird, gibt es mehr Kohlendioxid ab und all so Sachen stehen da genau erklärt. Aber eben als Kernaussagen so nicht herausgestellt, aber wenn man es genau liest, ist man darauf gestoßen. Kohlendioxid und Erdwärme könnten diese Institute keinen Zusammenhang erkennen. Aber Sonnenaktivität und Erdwärme, das lässt sich nur nicht verkaufen. Ja, es regnet, 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 regnet. Da habe ich jetzt auch gar kein Problem mit. Der Regen ist gut für die Natur. Nächste Woche kriegen wir die Sonne, können wir Getreide ernten, den Weizen. Und da ich die Sorte Donovan habe vom KWS, sehe ich da auch keine Probleme bei der Qualität, weil der extrem feldsicher stabil ist. Im Lager liegt auch nichts. Anders als 2002 bei dem Elbehochwasser in Dresden, wo der Bahnhof unter Wasser stand. Da stand hier der Acker vor uns auch unter Wasser, bis zur Höhe der Ehren. Und ja, das war natürlich dann nachher alles platt zur Ernte. Und da hatte ich die Sorte Toni damals. Den habe ich nur genommen, weil der Name mir so gefiel. Das war ein großer Blödsinn, der war extrem lang. Und damals war noch ein Lohnmähdrescher hier und der hat gesagt, ich werde auf dem Acker 10 Jahre älter. Also so dramatisch ist das heute nicht. Es liegt hier nichts platt. Es steht alles. 2 Tage Sonne und die Ernte beginnt. Die modernen französischen Sorten oder vielleicht aus dem Einflussbereich kommen, so diese Grannenweizen und so, die sind natürlich problematisch jetzt. Sauvignon und Campesino und wie sie heißen, so schön früh reif. Nachteil ist, wenn sie dann reif sind und nicht geerntet werden, haben sie ein massives Problem mit der Qualität. Haben sie ja sowieso wegen Eiweiß. Also solche Sorten nehme ich nicht. Ganz wichtig ist immer standfest und feldsicherstabil. Das sind so die zwei wichtigsten Faktoren, die ich auswähle. Und ja, was soll ich zu dem Wetter sagen? Das ist nicht neu. Den Wetterregeln nach gab es das auch früher. Ja, im Juli soll der Bauer schwitzen, nicht hinterm Ofen sitzen. Ja, da kann man jetzt drüber lächeln, aber es gibt eben auch scheinbar Julis in vergangenen Jahrhunderten, oder gab es, die waren so kalt, dass man geheizt hat. Hinterm Ofen sitzen. So, die Rübe hier ist schön gewachsen, ist eben hier der Schosser, habe ich rausgezogen. Ist hier im Juli schon, nee, August, schon eine beachtliche Größe. Geht gerade nach unten weg, die Wurzel.
jetzt deutlich über Flugtiefe. Naja, knapp. Aber hier sehen wir einen kleinen Einschnitt, wahrscheinlich wegen des Übergangs zum Unterboden, aber sie geht da glatt durch. Ja, das sieht man hier. Hier ist eine kleine Verzweigung, aber danach geht sie weiter. Rübenkörper schön ausgebildet. So. Ja, der Vorteil jetzt mit dem Trecker ist natürlich ganz wesentlich die Geschwindigkeit. Wenn ich nur mal hier und da ein Schosser ist, die Übersicht, ich sehe da hinten ist ein Schosser, leite ich dann an. Aber sonst komme ich hier mit einer Geschwindigkeit von 6, 8 Stundenkilometer zurecht. Das geht natürlich zu Fuß niemals, deswegen schaffe ich viel mehr Fläche. Also jetzt heute Vormittag ungefähr, es ist jetzt 11, ich habe um 7 angefangen. Gleich habe ich, Moment, das sind so 35 Hektar Rüben durchgesehen hinsichtlich der Schosser. So, und dann steige ich halt ab und nehme den da raus. Ja, was mir jetzt auch nicht klar ist, warum ich jedes Mal, wenn ich absteige, hier im Dürresommer 2023 so nass werde. Ja, ich kriege einen ganz nassen Kopf. Sobald ich absteige und hier ein paar Schosser rausnehme, bin ich nass. Wie kann das sein in einem Dürresommer, frage ich mich. Da bin ich noch nicht ganz mit klar gekommen.